Ich erklärte bereits, dass jeder Mensch eine Einheit ist aus Geist, Seele und Körper. Um das Folgende zu verstehen, stellen Sie sich bitte einmal vor, Ihr Körper sei kein feststofflicher Gegenstand, wie er unseren Sinnen erscheint, sondern ein System von Energien, die sich so fest durchdringen, dass er, der Körper, scheinbar eine feste, tastbare Grenze zu seiner Umgebung hat. Tatsächlich wissen wir aus der Quantenphysik, dass Materie, wenn man sie in immer kleineren Dimensionen betrachtet, ihre feste Beschaffenheit aufgibt. Auf der Ebene der Atome und der Elementarteilchen, aus denen wir letzten Endes alle bestehen, gibt es keine Körper, sondern nur Schwingungen. Diese Schwingungen stehen allerdings zueinander in hochgradiger Wechselwirkung. Sie sind gleichsam miteinander verbacken und erscheinen uns als fest. Unseren physischen Körper erhalten wir am Leben, indem wir ihm Nahrung und Sauerstoff als Energieträger zuführen. Unsere Seele können wir uns nun in ähnlicher Weise als ein System von Energien vorstellen. Diese Energien sind allerdings feinstofflicher als die unseres Körpers. Auch wenn man diesen Zusammenhang heute erst langsam wissenschaftlich zu erschließen beginnt, kann man sagen, dass die Prozesse unseres seelisch-emotionalen Energiesystems unter anderem auf elektromagnetischen Wechselwirkungen beruhen. Dieses seelische Energiesystem ist als ein strukturiertes Feld zu begreifen. Und den Zustand dieses Feldes realisieren Sie durch Ihre Gefühle und Emotionen. Ihr physischer Körper ist also durchwoben von einem feinstofflichen Körper, der eine ähnlich klare Struktur aufweist. Die Meridianlinien, die uns aus der traditionellen chinesischen Medizin bekannt sind, sind dem seelisch-emotionalen Körper zuzuordnen. Die Akupunktur, die Nadelung bestimmter Punkte in diesem Meridiansystem, beeinflusst den seelischen Körper, indem sie zum Beispiel Blockaden auflöst und den Fluss der elektrischen Prozesse wieder in Gang bringt und harmonisiert. Auf diesem Wege findet sehr häufig auch eine Heilung körperlicher Leiden, etwa von Schmerzen, statt. Die Stimulation bestimmter Meridianpunkte ist auch beim EFT, wie Sie sehen werden, von zentraler Bedeutung. Mit einem Unterschied zur Akupunktur. Wir nadeln diese Punkte nicht, sondern beklopfen sie. Neben dem physischen und dem emotionalen Körper bezieht ein ganzheitliches Konzept des Menschen jedoch noch ein drittes System mit ein. Auch dies kann als Energiesystem verstanden werden, denn es nimmt nachhaltigen Einfluss auf unsere seelischen und auch auf unsere körperlichen Vorgänge. Es ist das System geistiger oder mentaler Prozesse, unsere Gedanken und Überzeugungen. Lange Zeit hat man geglaubt, dass unsere Gedanken eben nur im Geiste stattfinden und ohne irgendeine Wirkung unser Bewusstsein sozusagen durchströmen. Insbesondere, weil es schwerfällt, den Gedanken eine physikalisch messbare Eigenschaft nachzuweisen. Heute jedoch haben wir Anlass, diese Auffassung etwas differenzierter zu betrachten. In der Psychotherapie etwa wird man ständig damit konfrontiert, dass negative Gedanken, die bereits erwähnten einschränkenden Glaubenssätze, besonders wenn sie zwanghaft auftreten, die Persönlichkeit eines Menschen nachhaltig beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund macht es durchaus Sinn, hier von Energien zu sprechen. Energie ist das, was eine Wirkung auf etwas ausübt. Aus der indischen Philosophie kennen wir das Modell eines Steuerungssystems dieser geistig-mentalen Prozesse. Im Ayurveda nennt man es die Chakren. Sie regulieren das, was sich nach unserer Vorstellung im Geiste abspielt. Und es scheint so zu sein, dass auch die Homöopathie Samuel Hahnemanns, insbesondere in den hochpotenzierten Wirkstoffen, auf eben dieser mentalen Ebene ansetzt. Ein solches ganzheitliches Modell des Menschen, das zudem auch
unsere spirituelle Dimension mit erfasst, möchte ich Ihnen in Form einer Grafik gleich veranschaulichen. Dieses Konzept wird an anderer Stelle eingehender erläutert werden. Für uns ist in diesem Rahmen von Bedeutung, dass die Steuerungsvorgänge immer von oben nach unten geschehen, während die jeweils unteren Ebenen den Zustand der höheren widerspiegeln. Das Befinden Ihres Körpers zeigt Ihnen beispielsweise an, wie es Ihnen auf der seelischen Ebene geht. Eine Verspannung im oberen Rückenbereich könnte etwa ein Hinweis darauf sein, dass Sie sich überlastet fühlen, auch wenn Sie dieses Gefühl aus Ihrem Bewusstsein verdrängen. Das Modell, das ich also zugrunde lege, geht davon aus, dass körperliche Leiden auch ein Ausdruck sind von Fehlsteuerungen auf der seelisch-emotionalen und auf der geistig-mentalen Ebene. Und es hat sich gezeigt, dass sich sehr oft nachhaltige Heilungsprozesse einstellen, wenn man die Belastung im seelischen Bereich oder die Störung auf der mentalen Ebene auflöst. Wenn man hingegen nur die körperlichen Symptome behandelt, zum Beispiel durch Schmerzmittel oder Antibiotika, so hilfreich diese im Einzelfall sein mögen, dann verschiebt sich oft das Krankheitsbild und taucht wenig später in verstärkter Form an anderer Stelle im Körper wieder auf.